damit kommen wir jetzt in den Wald rein. Man könnte sagen, ich habe einen kleinen Fortschritt gemacht in dieser Folge. Das ist ja schon mal was. Und guckt mal hier, hier haben wir einen, hier sehen wir die Arche von der anderen Seite. Da hinten geradeaus durch sehen wir den Eingang, da sind wir durchgekommen und ich habe gesagt, hier sind Sachen, das ist gut, dass hier auch, also mit Sachen meine ich Vorsprünge, dass hier auch so ein Pflänzchen ist, denn dann können wir uns hier die Gegend dann doch von hier aus nochmal anschauen und kriegen noch was mit von der Ebene hier. So, ich glaube, hier können wir runter. So, sehr gut. Sind hier, kann ich irgendwo was graben? Hier könnte ich was graben. Nein! Nein! Aber egal, da war ja eine Pflanze, ne? Müssen wir eigentlich wieder hochkommen. Theoretisch, eigentlich. Hallo, Pflanze? Bist du da? Lass mich nicht alleine. Und warum kann ich die Kamera denn nur in so begrenzten Winkeln drehen? Ach, scheiße. Jetzt sag nicht, dass ich die Pflanze nicht mehr sehe. Das ist doch mal richtig scheiße. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Komm ich hier oben hoch? Hier oben ist noch eine Pflanze. Da oben, da unter mir ist auch was. Und, ah, okay, da oben ist noch eine, das ist gut. Dann komme ich hier doch noch irgendwie da hoch. Ja, ich glaube, hier waren wir tatsächlich. Ich kann mal die hier nehmen. Aber, ist hier noch was? Ja, da oben ist auch noch was. Okay, fangen wir mal hier an. Lass mich raten, eine Perle? Nein. Ah, cool. Fragment der Sonne nehme ich immer sehr gerne. Ja, sehr cool. So, hier oben geht es noch lang. Was haben wir denn hier? Ist ein kompletter Weg. Will ich da lang? Moment. Ja, hier oben ist ein kompletter Weg. Da unten gab es auch noch was. Ich könnte gerade mal nach unten hier. Nach oben kommen wir ja jederzeit wieder. Weil hier sind noch Sachen. Ein Kleeblatt. Ein weiteres Kleeblatt. Und ich bringe die mal in eine Reihe und mache das so. So, haben wir zwei Blumen in der Klappe geschlagen und es gibt... Ah, 80 Glück. Ist hier noch irgendwas zum Graben? Ja, hier ist noch was. So, eine verschreite Perle. Die wollen wir natürlich nicht übersehen. Und, wollen wir hier... Komm, lass mal gerade runter. Hier war ja noch was. Wir kommen ja wieder hoch. Und dann gucke ich mir den Weg da oben an. Moment. Entschuldigung, jetzt habe ich dir den Arsch gebissen. Das wollte ich nicht. So, ich wollte nämlich das hier ausbuddeln. Und, anmalen. Aber dann fütter ich die Viecher mit Grünzeug. Ja, Grünzeug, alles klar. So. Ja, ich weiß, es schmeckt euch. So, jetzt... Ja. Danke für 12 Glück. Mal gucken, wie viel macht das Kleeblatt hier. Boah, der ist... Wir haben 40... Boah, und das macht auch 30 pro Stück. Wow, Glücksinflation hier in... hier bei Okami. So, hier geht's runter. Da ist auch gar nichts mehr. Es sei denn, wir kommen da hinten hin. Kommen wir da hinten hin? Wollen wir da hinten hin? Vielleicht. Ich schaue mir trotzdem... ich will wieder hier hochklettern. Wo war das? Da oben. So, müsste gehen. So. So, dann haben wir hier soweit alles ab... Ja, abgegrast und dann gucke ich mir den Weg da oben mal an. Müssen wir uns ja mal anschauen hier. Und jetzt kommen wir umhin, Sackgasse. Irgendwas muss es da noch geben. Es wird Nacht. Ich mach trotzdem Tag. Ah, ich habe was gesehen. Da gibt's tatsächlich was. Noch ein bisschen Glück. Sehr gut. Aber ist alles farblich etwas übersteuert. Ich sehe nicht, wo ich graben muss. Ich glaube, ich bin falsch. Bin ich auch. Hallo? Hier? Hier, das ist hier. Nee, hier ist es auch nicht. Hier. Jawohl. Und Geld kommt auch mit raus. Sehr schön. Geld und weitere 30 Glück. Mann, oh Mann. Dann können wir uns ja schon fast wieder was leisten.
Guck mal, kommen wir da? Kommen wir da? Naja, hinspringen kommen wir da nicht so ohne weiteres, ne? Das sind die letzten, die wir noch nicht gesehen haben. Naja, kommen wir nicht so ohne weiteres hin. Hier der Kleine in der Mitte, kommen wir da drauf. Sieht eigentlich auch zu hoch aus, aber kriegen wir eine kleine Hilfestellung. Ah. Ein Eis und eine Feuertruhe. So und so. Geätztes Glas. So, ich glaube schon das zweite, was wir gerade am Dissen haben. Und eine verschreute Perle. Gut, 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 gut. Ist hier noch etwas? Ist hier noch eine weitere Pflanze? Ja, ist. Okay, dann kommen wir doch noch da oben hoch. Was auch immer da gibt. Ich lass mich mal überraschen. Ups. Ja, Glück gibt's halt noch. Ich sehe schon. Und wir können wieder füttern. Ich glaube, das war wieder hier so, ne? Diese Wasch... Nee, Affen. Was machen die Affen denn hier auf dem Vorsprung? In der Eisenkälte. Eisaffen. Ja, Glück. Auch wieder 30. Das finde ich ja ganz phänomenal. Also es lohnt sich ziemlich krass, hier oben hinzugehen. Gut, dass wir das gemacht haben, auch wenn es jetzt wieder ein klein bisschen was gedauert hat. Gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Nächste Frage, kommen wir da hinten noch irgendwie hin? Sieht fast nicht so aus. Zack. Oder? Habe ich da gerade was gesehen? Nee, ich glaube nicht. Schauen wir mal. Ist hier irgendwo eine Pflanze, wo wir uns hochhangeln können? Eine Rankenpflanze. Auch keine Katze, von der aus wir hochklettern können oder so. Schade. Hm. Na gut, na gut. Dann haben wir ja soweit alles erledigt hier. Gib mal ein bisschen Gas. Und wir haben ein nächstes Ziel. Ja, wir sind weitergekommen. Endlich. Endlich sind wir weitergekommen. So, jetzt müsste ich nur wissen, wie lange ich aufnehme, weil dann könnte ich eventuell sogar gleich einen kleinen Schnitt machen. Denn wir müssen natürlich jetzt auch noch weit laufen. Boah, bis zum Wald ist es weit. Wir müssen echt mal erst durch das ganze Dorf. Ja, ich glaube, ich speichere dann da unten mal. So. Durch Ladezonen. So, dann kriegt das Spiel endlich mal wieder ein bisschen was Neues. Boah, die letzten zwei Folgen waren ja... Ich weiß nicht, ich glaube ein bisschen langweilig. Aber gut, ist halt so ein... Was bringen halt solche Spiele mit sich, ne? Passiert, passiert. So, wie komme ich denn jetzt am schnellsten hier runter? Dann ist der See. Ich glaube hier so, ne? Kann er den Schaden. Tschu, jawohl. Ach, Moment. Dann sollen wir, können wir. Lohnt sich's. Ja, ja, ich mach das mal. Und zwar, was mache ich? Ich verkaufe. Nur für den Fall, dass ich irgendwie, dass wir irgendwo vorbeikommen. Vielleicht wieder an so einer Quelle oder sowas. Ach, an einer Quelle. An so einem Ort, wo man Geld reinwirft und, man bekommt was Tolles dafür. Weil im Moment habe ich ja nicht so furchtbar, ja, jetzt das Glas, ja. Gibt viel Geld. Aber es war auch das Einzige, was wir haben. Jetzt haben wir knapp 100.000. Joa, ist mir ein Speicherpunkt wert. So, speichern. Speichern wir denn? Shinshu-Feld? Shinshu-Feld können wir überschreiben. So. Auf geht's. Ohne großartig, ich habe jetzt keinen Schnitt gemacht. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Der mysteriöse Wald Joshpet. Der Eingang, yo. Aber ich frage mich, ob Joshpet eine Macht verloren hat. Ja, wieso denn? Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, da reinzukommen. Hoffe ich mal. Wenn nicht, höre ich auf, Okami zu spielen. Höre ich einfach auf, so kurz vorm Klo in die Hose gemacht. Wobei ich weiß nicht, ob wir wirklich so kurz vom Klo sind. Also, habt ihr gesehen, wir kriegen ja noch Waffen, noch viele Waffen. Was ist los?
Warum Cutscene? Huch. Ein neuer Gegner. Wie bist du zu besiegen? Ich werde es rausfinden. Und zwar werde ich dir erstmal eine verpassen mit meiner neuen Waffe. So. Zack. Oh, was leuchtet denn da? Kann ich das irgendwie? Nein, kann ich nicht. Oh. Und. Wow. Ah, Moment, wir sind hinter ihm. Er hat da was. Hallo, du hast da was. Könnte sich um eine Schwachstelle halten. Okay. Moment. Wie kommst du denn auf Feuer klar? Also mittelmäßig. Moment. Ja, eigentlich muss ich nur irgendwie hinter ihm kommen. Ah, ich bin noch ausgewichen. Moment, wir machen das anders. Mir gefällt diese Waffenkombination gerade nicht. Ich probiere das nochmal so, dass... Oder? Sollen wir dabei bleiben? Pass auf, wir machen das anders. Ich nehme das. Ich tausche einfach eine Haupt- und Nebenwaffe. Das muss reichen. So. Zack. Und das macht doch... Wo läufst du hin? Bleib hier. Macht doch schon sehr viel mehr Schaden. Ja, komm her. Macht es dir was aus, wenn du in Bomben reinläufst? Ja! Ich bin nicht so. Oh, daneben. Komm hier. Wow. So, kann ich denn hier vielleicht hinter dich eine Bombe legen? Das dürfte dir auch schaden, also. Irgendwie nicht so richtig. Also, ich weiß auch nicht. So, jetzt vielleicht nochmal, jetzt wo er so ein bisschen abgelenkt ist. Ja. So, dann hier. Kraftstrich, ich sagte Kraftstreich. Ah, der hat nicht so viel ausgemacht. Dann nehmen wir nochmal hier eine Bombe. Ich sagte eine Bombe! Unangenehmer Gegner. Was bist du überhaupt für eine komische Chimäre? Ich bin ausgewichen, ja? Also, das bin ich wirklich. Hat nur keiner gesehen. So, jetzt, wie komme ich an deine... Ich fahre erst mal mit Wind. Wie komme ich an deinen Drachenzahn ran? Mit Wind komme ich nicht ran. Gut. Gibt es von dir noch mehr? Oder bist du erst der Einzige gewesen? Oh, was für ein schlechter Kampf. Oh, meine Güte. Ganz furchtbar. Aber schaut mal einer an, wir kommen hier weiter. Endlich. Yeah.